Guten Tag. Hallo? Ja. Hallo, schönen guten Tag, Herr Angelo Merte. Ja? Merde. Ja. Ja, genau. Timo Rosse am Apparat und ich melde mich von der FCA. Ich rufe Sie an, weil. Hören Sie mich? Ich höre mir, ja. Ja, ich rufe Sie an wegen einer Auszahlung. Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder einen Betrüger dran, der angeblich von der Finanzbehörde FCA anruft. Natürlich rufen die Leute nicht bei euch persönlich zu Hause an. Schon gar nicht von irgendeiner Behörde aus dem Ausland. Dieser nette Betrüger hier meint nun, dass man Geld von uns auf dem Finanzmarkt gefunden hat und er möchte uns jetzt dabei helfen, das Geld wieder zu beschaffen. Die Frage stellt sich hier an dieser Stelle: Wann habe ich da jemals Geld eingezahlt? Richtig, noch nie. Das Ganze ist hier nur Betrug. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Ach, ja, dann mal los. Wie bitte? Ja, dann mal los. Wie viel denn? Okay, das ist Auszahlung von das Geld, das Sie mit Onlinehandel verloren haben. Hab ja nichts verloren, aber wie viel ist denn da zum Auszahlen? Also vielleicht, Sie haben angefangen mit einem kleinen Kapital und Sie haben verloren Ihre Profite bei Blockchain oder ich weiß es nicht, was ist passiert, zum Ja, Beispiel wie viel Geld momentan. ist denn da? Tja, also im folgenden Gespräch wird man hier auf jeden Fall wieder aufschlussreich darüber aufgeklärt, was das eigentlich für ein Blödsinn ist, den die Betrüger hier an der Telefonleitung eigentlich erzählen. Ich frage mich, wer das glauben soll. Ja, richtig. Die Opfer, die hier schon mal betrogen wurden. Denn hier werden nicht einfach irgendwelche Leute angerufen, sondern genau die Datensätze, die bereits schon mal auf dem Trading-Markt in irgendeinem, ja, Datensatz vorgekommen sind. Also das heißt, ihr habt euch tatsächlich wirklich mal für das Thema interessiert, euch bei der falschen Webseite registriert, aber nie eingezahlt. Oder vielleicht doch im schlimmsten Fall. Und dann rufen die Seele nochmal an und wollen von euch sicherlich nochmal Geld haben. Denn warum ruft irgendjemand bei euch an und möchte euch euer Geld zurückgeben? So ein Quatsch. Vor allem von irgendeiner Behörde aus dem Ausland. Es ist noch mehr Blödsinn. Keine Behörde ruft euch einfach so zu Hause an. Ihr bekommt, wenn ihr Glück habt, vielleicht mal einen Brief oder sowas. Aber nicht einfach so, dass da euch irgendjemand anruft und sagt: Gucke mal, ich habe hier Geld und jetzt helfe ich dir, dass du es wiederbekommst. Kompletter Bullshit. Aber darauf beruht die ganze Geschichte hier. Und das Ganze soll darauf abzielen, auf die Menschen, die tatsächlich schon mal Geld in dem Finanzmarkt komplett versenkt haben. Denn, naja, die Geschichte, die er ja nun erzählt, die schließt ja an dieses Thema nahtlos an. Er erzählt uns, dass Geld gefunden wurde und dass ich schon mal Geld investiert habe. Nur wenn man hier mal ein bisschen nachfragt, woher die das Geld haben und wie viel es denn genau ist, das wissen die komischerweise alles nur so sehr fadenscheinig oder überhaupt nicht. Schon interessant, was die sich alles einfallen lassen, um irgendwie an euer Geld zu kommen. Doch hört selbst, besser wird das Gespräch von dem tollen Mitarbeiter von der angeblichen Behörde hier definitiv nicht. Die Gesprächsführung, man hört es ja eigentlich schon. Der absolute Wahnsinn. Trotzdem fallen hier leider Menschen drauf rein. Von daher teilt sehr gerne die Videos und Inhalte mit euren Verwandten, Bekannten, Freunden und Familienmitgliedern und allen Menschen, die ihr kennt, in WhatsApp oder Social Media wie Facebook oder Instagram. Teilt sehr gerne die Inhalte, damit wirklich niemand aus eurem Umfeld auf so eine Masche hier hereinfällt. Also, ich habe einen Betrag mit 5.000 Euro auf Ihrem Konto mit deinem Namen. Also, Ja, den Herr nehme ich. Angelo Merte, angelo.merte@outlook.de, ja? Das nehmen wir, das Geld, ja. 5.000 Euro. Ja, das können Sie direkt an die E-Mail-Adresse auf das PayPal-Konto überweisen. Also, Moment. Ich kann nicht per Post oder per Flugzeug oder per Nee, so etwas. PayPal, nicht Post. PayPal. PayPal, haben Sie einen Computer vor sich? Nee, aber Sie haben doch die E-Mail-Adresse, da können Sie das direkt an PayPal überweisen. Ich kann nicht so machen, wenn Sie helfen mich mit Ihrem Computer, wir machen beide. Wie Also, meinen Sie das mit Ihrem Computer? wenn ich mache selber bei PayPal, ich darf nicht, ich möchte nicht, rufe Ihnen für dieses Thema, ich schicke Ihnen bei per Post oder per was so. PayPal, nicht Und Post. auch PayPal ist so wie Post zum Beispiel. Nee, PayPal ist nicht wie Post. Ich verstehe Ihnen, ich verstehe. PayPal. Zum Beispiel, wenn ich anfangen mit PayPal, schicken Ihnen Ihre Geld. Ja. Für was ich rufe Ihnen?
Momentan, Das ist nicht schlecht. ich rufe für machen diese Auszahlungsprozedur beide. Ja. Verstanden? Ja. Mit Ihrem Handy. Haben Sie Anydesk bei Ihrem Handy? Wie meinen Sie das? Was ist denn das? Anydesk, kann ich buchstabieren es Ihnen, wenn Sie gehen Ja. bei Google oder haben Sie Anydesk? Nee, was ist denn das? Ich kenne das nicht. Was macht denn das Programm? Dieses Programm, wir machen die Auszahlungsprozedur. Ich zeige Ihnen, wo steht Ihr Geld bei Blockchain und wir Ja. machen diese Prozedur beide, okay? Ach so, aber ich habe noch Haben nicht Sie verstanden, was jetzt dieses Paper, Quatsch, dieses Anydesk da genau macht. Das habe ich jetzt noch nicht Anydesk? verstanden. Also, wissen Sie, was ist nicht? Nee, habe ich noch Was ist nicht gehört, den Anydesk? Namen. Okay, Nee. Anydesk, wir machen diese Prozedur beide. Sie Was geben ist das? mir Ihre neue Nummer und wir machen beide diese Prozedur. Sie sehen bei Ihrem Computer Ihr Geld. Ich komme bei Ihrem Computer, bei Anydesk. Wir machen beide direkt Ihre Anydesk. Ich sehe in Ihre Anydesk, wo sind Ihre Geld. Und Sie sehen auch, Ihr Geld, wo haben Sie verloren? Und wir machen diese Prozedur Auszahlung. Auszahlungsprozedur, wir machen beide, okay? Ich weiß, Sie sind ein bisschen skeptisch, weil Sie haben verloren und Sie wissen das nicht. Weil Sie denken, jeder Tag, Sie haben verdienen. Aber ist Ihre Möglichkeit, wenn Sie möchten, Ihre Auszahlungsprozedur. Ja, das möchte ich Okay? haben, das Geld, ja, na klar. Okay, Ihre 5000 Betrag. Euro, Ja, okay? ja, ja. Gehen Sie bei Anydesk, wenn Sie möchten, momentan machen. Na, Ihre. wie gehe ich da jetzt hin? Wie bitte? Wie meinen Sie das denn jetzt mit dem Anydesk? Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Sie sagen immer nur irgendwas mit, Sie gucken und Also, dann ich weiß, Computer Sie sind und. skeptisch. Ja, gehen Nee, Sie das bei hat. Com. Ja. Ja, bitte. Nein, Bei nein, Computer. Ich kann erklären, oder darf er mich oder nicht? Ja, dann erklären Sie es mal. Bis jetzt haben Sie es ja noch nicht Okay. erklärt mit dem Anydesk. Gehen Sie bei Anydesk. Sie muss geben mir Ihre neue Nummer bei Anydesk. Und wir machen beide Anydesk machen. Und ich sehe Ihre Computer, Ihre Google. Und ich zeige Ihnen, gehen Sie bei Ihrem Konto. Und ich zeige Ihnen, wo sind Ihre Geld? Bei Blockchain. Und ich mache diese Prozedur für Sie. Ja. Sie sehen alles und ich mache für Sie. Okay? Ja, also Das mache ich ist das jetzt am Anydesk. Computer dann. Machen einfach. Anydesk machen einfach alles. Tja, also hier mal wieder die obligatorische Warnung, wie ich sie immer in meinen Videos ausspreche: Finger weg von Anydesk, TeamViewer, VNC und was es da sonst noch so für Remote-Desktop-Software gibt, wie zum Beispiel auch Remote-Desktop von Microsoft selbst. Betrüger werden eher so die externen Programme benutzen, nicht über Remote Desktop. Also wie hier in diesem Beispiel wieder Anydesk oder TeamViewer hören wir ja auch sehr, sehr oft. Wenn ihr die Menschen, also völlig Fremde, auf euren Computer lasst, haben die die Möglichkeit, euch irgendwelche Software zu installieren, wo ihr dann keine Kontrolle mehr darüber habt. Gebt ihr nun also euren Zugangscode von eurem Rechner raus, sodass der Betrüger euren Bildschirm sehen und bedienen kann, also euren Computer fernsteuern kann aus der Ferne, dann sind eure Daten komplett frei. Freigegeben zur Abschussliste für irgendwelche Betrüger aus irgendeinem Timbuktu-Land, der euch hier diese wunderbar seriöse Story erzählt. Ich glaube nicht, dass so eine Person irgendetwas auf eurem Rechner zu tun hat. Wenn ihr mal so ein Programm braucht, was durchaus sein kann, dann muss man immer vorher überlegen, ob der Einsatzzweck des Programms auch gerade zur Situation passt. Wie zum Beispiel, wenn die Familie euch helfen möchte, irgendwas am Computer einzustellen. Mache ich bei meinen Eltern auch regelmäßig, da die knapp 200 Kilometer entfernt wohnen, greife ich natürlich jedes Mal auf den Computer aus der Ferne darauf zu, um dann irgendein Update oder sowas zu installieren, wo meine Eltern halt Fragezeichen im Kopf haben. Aber das ist eine ganz andere Situation. Da ist man privat unterwegs und man vertraut sich gegeneinander. Aber den hier, den kenne ich erstens nicht und vertrauenswürdig ist das, was er so da aus seinem Gesicht fallen lässt, definitiv auch nicht. Vertrauenswürdig ist was ganz was anderes. Aber nicht der nette Kerl hier in der Leitung. Der erzählt uns einfach nur irgendeinen Bullshit, dass der uns noch ein Virus auf dem Rechner installieren kann, damit die auch für spätere Zeiten noch Zugriff auf eure Daten auf eurem Rechner haben. Hierfür muss man einfach nur Schadsoftware platzieren, die einfach alles mitlockt. Eure Passwörter, jedes Mal, wenn ihr euch irgendwo einloggt. Und wenn
hier auf eurem PC sogar ein Programm installiert wird, was mitloggt, dass ihr euch einloggt, dann kann man darüber auch die Zwei-Faktoren-Authentifizierung teilweise aushebeln. Das heißt, habt ihr noch einen PIN-Code auf irgendwelche Geräte oder ihr müsst per Login, also wenn man bei Facebook ist und man ist jetzt am Computer und man loggt sich jetzt bei Facebook mit seinem Handy ein, muss man nicht zwingend das Passwort eingeben. Man gibt nur seine Daten ein und dann wird eben abgefragt in Facebook auf dem Computer, bist du das? Willst du da jetzt wirklich rein? Und wenn du da Ja drückst, loggt sich das einfach auf dem Handy fertig ein, ohne dass er da großartig alles eingeben muss. Und das würden die Betrüger dann einfach nutzen. Das heißt, die Betrüger kommen so auch an eure Social-Media-Konten, um zum Beispiel die unseriöse Werbung, wie zum Beispiel auch unter meinen Videos oftmals in den Kommentaren zu lesen ist, dass irgendwer auf Telegram, Dr. Johnson hat mir geholfen, Geld zu verdienen, jetzt bin ich reich, bla bla, sowas steht ja öfters mal auch bei YouTube in den Kommentaren, sowas findet ihr bei Facebook. Und wenn die eure Zugangsdaten haben, schreiben die einfach so einen Müll in eurem Namen. Und dadurch, dass ihr ja ein echtes Konto vorher hattet, was man euch weggenommen hat, naja, sieht das Konto auch seriös aus, weil ihr da eine ganze Familienstory erzählt, auf Facebook zum Beispiel, mit Bildern. Und wenn man nur überprüfen möchte, ob ihr eine echte Person seid, mit diesen tollen Kommentaren und diese Trading-Geschichten hoch in den Himmel lobt, dann sieht man hier ein echtes Profil von jemandem zum Beispiel aus Deutschland, Österreich oder aus der Schweiz, quasi aus der Region, aus der Umgebung. Und dem vertraut man dann schon eher, wenn da jemand was schreibt. Weil es ist ja ein Landsmann. Und genau das sind die Gefahren. Aber nicht nur jetzt den Social-Media-Diebstahl, dass eure Konten weg sind. Es könnten auch eure Bankkonten davon betroffen sein. Von daher seid sehr, sehr vorsichtig mit Programmen, mit denen ihr euch nicht auskennt. Ja. Anydesk ist nicht so sehen oder was. Ja. Ich mache einfach. Ich kann nicht, wir sind Online-Trading. Mhm. Anydesk ist Online-Trading. Anydesk ist nicht, zum Beispiel, ich habe nicht Ihr Geld bei Hand. Ich habe bei Krypto Ihr Geld. Wissen Sie, was ist Krypto? Krypto, Sie sehen nicht Geld und ja, Sie kaufen und nicht. Ja, etwas so. Sie verdienen mit Prozent etwas, okay? Weil, okay. Möchten Sie machen diese Auszahlungsprozedur 5.000 Euro zurück? Na klar, jetzt? Wenn da 5.000 Euro einfach so da sind, dann nehme ich die ja, da. Natürlich. Mhm. Haben Sie eine Desk momentan? Nee, habe ich ja gesagt, ich kannte das Programm ja noch nicht. Soll ich das runterladen? Gehen Sie bei Google oder Play Store. Was Handy benutzen Sie bitte? Na, einen Microsoft-Computer. Microsoft, okay. Computer oder Handy? Na, Computer. Handy gibt doch gar nicht mehr Microsoft. Okay, gehen Sie bei Google und schreiben Sie Anydesk. Kann ich buchstabieren es Ihnen oder wissen Sie, was ist das? Nee, na, habe ich Ihnen ja gesagt. Ich weiß nicht, was das ist. So, dann sagen Sie mal, dann mache ich jetzt meinen Firefox auf. Ich buchstabiere es Ihnen. Ja. A wie Amerika. N also wie Nordpol. A wie Anton, Moment. Anton Beispiel oder N wie Nordpol, Nord. Ja. Also A wie y, Anton, N wie Nordpol. Ja. Ja, Y. Ein Y wie Y, ja. Ja, Y, D wie Dora. Ein D wie Dora. Emily. Eine Emily, ja. S. Ein F Siegfried. Oder ein, ach so, ein Siegfried, ja. S wie Siegfried. Ja. K wie Kaufmann. Ein Gabi Kaufmann, ja? Ja, genau. Gehen Sie bei Google und machen Sie diese Prozedur. Ich mache auch für Sie selber. Na, soll ich da nicht anydesk.com schreiben? Weil wenn ich jetzt erst ja, auf genau. Google gehe, dann anydesk. Kommen Sie damit ja wieder nicht zurecht. So, dann mache ich jetzt mal anydesk.com, weil dann können wir uns nämlich den langen Weg über Google sparen. Moment. Wo dann Moment, gleich die Moment, ganzen Moment. Warnungen stehen. Hm? Moment. Ja. Support. Sind Sie bei Google jetzt? Nee, bei anydesk.com. Sind Sie bei anydesk.com? Ja, und jetzt access, herunterladen. Access now. Download ist unten. Download now. Ist ja gleich ganz oben. Da steht jetzt herunterladen. Ich hab's ja hier auf Deutsch. Okay, ich habe Englisch. Moment, ich mache deutsche Sprache auch. Ja. Okay. Support. Genau, müssen wir mal gucken, wie das heißt. Access. Genau. Greifen Sie jederzeit ja. Auf jeder Gerät zu, egal wo Sie sind, sicher und schnell. Jetzt herunterladen, okay? Haben Sie gemacht? Ja, ich glaube schon, dass das jetzt geklappt hat, ja. Ich bin okay. Mir da sicher. Wir warten beide. Achso, ich soll das jetzt noch installieren, das Anydesk. Wie bitte? Also jetzt soll ich das installieren, ja? Also
Ja, Installation. Besser für Sie. Installation. Ja, Installation. So, jetzt habe ich das installiert, ja, ist drauf. Okay, ist allein bei Ihrem Computer jetzt? Na, habe ich drauf jetzt, ja. Ist installiert. Okay. Ja. Ist installiert, so wie Sie sagen. Okay, ja. Gehen Sie rein bei AnyDesk, ja, und gib mir neue Nummer bei AnyDesk. Die Nummern, die da bei AnyDesk stehen, soll ich Ihnen sagen. Also da, wo Ihre Adresse steht. Moment, gehen Sie bei AnyDesk, rein bei AnyDesk. Und ja, Sie haben. Hab das offen, das Programm. Sind Sie rein bei AnyDesk? Ja, ich bin da rein, ja. Okay, Sie haben neun Nummer mit roter Farbe, neun Nummer oben. Ganz oben. Enter Remote Address und unten ist. Ja gut, rot ist jetzt nicht ganz, es ist, ich würde eher sagen, es ist so ein Aprikofarben. Neun Nummer Sie haben. Ja, da. Ja, genau. Okay, zeig mal. Wie zeig mal? Also wie soll ich denn dir das zeigen? Sie haben neun Nummer da? Ja, da sind neun Nummern. Fängt mit einer 7 an und hört mit einer 8 auf. Okay, ich mache diese Prozedur, wenn Sie anfangen mit 9 Nummer, gib mir 9 Nummer und wir machen beide zweite AnyDesk, Ihre AnyDesk und meine AnyDesk. Können Sie mir nicht Ihre Nummer geben? Meine Nummer? Ja, von Ihrem AnyDesk. Für was? Na, dann kann ich auch bei Ihnen gucken. Bei mir? Ja. Ich habe nicht rein meine AnyDesk, meine Nummer. Ich habe automatisch AnyDesk. Ach so, Sie haben automatisch AnyDesk. Ja. Ja, wir sind von FCA, wir sind nicht Punta oder was so. Oh, okay. Wir sind große Behörde. Ich habe nicht vor sich eine neue Nummer. Okay, können Sie geben mir eine neue Nummer? Na, ganz sicher sind die eine ganz große Behörde. Es ist absolut unfassbar, was die sich einfallen lassen. Also mal ganz davon abgesehen, dass das hier schon Amtsanmaßung ist, das ist bandenmäßiger Betrug. Gewerbsmäßig bandenmäßiger Betrug. Einfach nur höchst kriminell und strafbar, was die hier tun. Das, was die da am Telefon erzählen, ist einfach nur komplett erfunden und erlogen. Nichts davon stimmt. Aber Menschen zahlen hier ihr Geld ein, um es dann nie wiederzusehen. Ich würde sagen, wir sprengen mal jetzt so langsam das Gespräch und schauen mal, wie er auf eine frontale Konfrontation so reagiert. Ja, sagen wir mal, funktioniert der Betrug eigentlich oft? Wie bitte? Ob der Betrug ziemlich oft funktioniert oder fallen da eher wenig drauf rein mit dem AnyDesk? Weil das ist ja hochgefährlich, wenn man da fremde Leute auf dem PC lässt. Zum Beispiel, wenn ich bin Betrüger, was kann ich... Dieb oder was kann ich verdienen von Ihrem Computer, wenn ich bin rein bei Ihrem Computer? Ihre Foto zum Beispiel mit Ihrer die Cookies Frau. Klauen. Sie können die Cookies klauen, die Login-Seasons von meinen ganzen Konten. Guck mal. Wenn ich gucke Ihre Google, Sie sind vor sich bei Ihrem Computer. Ja. Sie sehen, was ich schaue. Ja, solange Sie meinen Bildschirm eingeschaltet lassen, ja, den wenn, können Sie ja schlafen. Moment, bitte schön. Ich weiß, Sie sind skeptisch, weil das ist ein neues Programm für Sie. Ich weiß das. Ja. Ich habe auch Ihre... Das ist ganz meine, neu, das Programm. Ich verstehe Ihnen. Aber wenn ich bin rein bei Ihre private Foto, dass Sie muss blockiert Ihre AnyDesk. Ja. Wenn ich bin mit dieser Auszahlungsprozedur, das für das ich bin. Hier aber bei warum wollen Sie mir denn bei der Auszahlung zugucken? Wollen Sie das Passwort denn ergaunern von meinem Bankkonto? Oh Mann, Sie haben nicht mich verstanden. Ja genau, den also, richtigen Hintergrund habe ich noch nicht verstanden. Ja, ich verstehe, ist besser auch für Sie und ist... Vielleicht erklären Sie unseren Zuschauern das mal. Also, Ihre Geld, ich mache die Auszahlungsprozedur bei Ihrem Computer. Ja. Verstanden? Ich kann ja, nicht ja. machen bei anderen Computer Ihre Geld. Ja. Verstanden? Ja. Bei Blockchain. Ihr Computer, Sie sind, wenn zum Beispiel ich habe Adresse bei Ihrem Computer oder Access bei Ihrem Computer, ist verboten für mich, wenn Sie sind nicht vor sich bei Ihrem Computer. Wenn ich bin alleine, ist verboten für mich. Ja. Und was machen wir da jetzt genau? Also Sie wollen jetzt auf meinen Computer also und wenn ihr genau den Trojaner installieren oder bei wie Ihrem Computer, ich gehe und Sie sehen, was ich mache bei Ihrem Computer. Wenn ich habe ein bisschen Access mit Sie, nicht selber. Ich mache Access mit Sie. Wir sind beide, nicht selber. Ja, Sie wollen ja auf meinen Computer gucken. Da wollen Sie ja drauf gucken und dann wollen Sie sehen, wie ich meine Maus bewege.
Guck mal, bitte schön. Ich brauche nicht ihre Foto oder was so. Ich bin keine Pedo oder. Ich habe Ja. eine Frau. Ist ja schon mal Ich was bin Gutes. meine Arbeit ist für. Ich habe. Hören Sie mich? Ja, Ja? ich höre Sie. Das Ist ist meine ja. Entscheidung für diese Arbeit. Für FCA. Ja. Und ich brauche nicht mehr von anderen Personen, wenn ich bin so. Ich bin verloren mit meiner Arbeit. Okay, Ja. weil ich habe auch Kamera zum Beispiel. Ich habe auch kontrolliert meine Computer und meine Kopfhörer. Verstanden? Weil Nicht so das wirklich, eine nee. sicher arbeitet. Nicht zum Beispiel, ich gehe bei einer Kaffee trinken und ich mache diese Prozedur. Nein. Ich habe kontrolliert in meinem System. Wenn ich mache etwas so verboten bei ihrem Handy, bei ihrem Ja. Computer, bei ihrem Foto, es ist verboten für mich. Ich habe Probleme mit Polizei später zum Beispiel. Verstanden? Oder mit meinem Chef. Es ist verboten. Sie denken nicht so. Ich habe, warte Moment, wie viel Kamera bin ich? Ich Ja, aber habe Sie hier sitzen doch eh im zwei. Ausland. Da kann sie doch Ja, gar keinen bitte? erreichen. Wie bitte? Ich sage, Sie sitzen doch eh im Ausland. Warum haben Sie denn da Angst vor der Polizei? Ich meine, Sie rufen ja auch bei mir an, und da scheinen Sie ja gar keine Zum Angst vor der Polizei zu Beispiel, haben. zum Beispiel, ich habe nicht Angst vor Polizei, weil ich habe Ja. nicht schlecht gemacht. Aber wenn ich mache etwas so, ich gehe direkt bei Polizei oder Ja. bei meinem Chef, bei Manager oder etwas so. Verstanden? Aha. Mache nicht Angst für das. Möchten Aha. Sie Ihre neue Nummer für die Auszahlungsprozedur? Wir machen beide. Sie sehen, was ich mache und ich habe ein bisschen Access von Sie, Ich nicht habe aber von noch mir. eine andere Frage. Mit FCA meinen Sie da FCA, also FCA oder FCH? FCA. Also ein A, nee, ein F wie Friedrich, ein C wie, weiß ich nicht, wie... Cäsar. Ja, genau. Und ein A wie... Amerika, Anton, so. Aha, also FCA. Und was ist ja. FCA genau? Können Sie mir das erklären? FCA kontrolliert die Trading-Geschäft zum Beispiel. Aha. Also ist eine große Behörde, die kontrolliert alles zum Beispiel. Sie haben mit einem schlechten Unternehmen gemacht eine Erfahrung und dieses schlechte Unternehmen hat eine schlechte Prozedur Ja. oder Prozedur nicht, eine schlechte Erfahrung für Sie gemacht. Weil Also sitzen Sie in London, wenn ich das jetzt richtig sehe. Guck mal, eine Expert, wenn er sagt Ihnen, gehen Sie investiert bei Gold und Sie Ja, verloren das mit Gold. interessiert mich Und doch Sie aber jetzt gerade nicht. Mich interessiert, ob Sie in London sitzen. Wie bitte? Ob Sie in London sitzen. Bei London interessiert was? Interessiert bei Na, London? Ob Sie Weil in London sind. Weil Sie rufen mir auch mit einer englischen okay. Telefonnummer an und FCA sitzt Ich in London. Verstehe Ihnen. Wir sind europäisches Schaff. Nee, also... Europäische... Ich weiß. Ist ja komisch, was Sie da so von sich geben. Das ist... Guck mal. Die haben Filiale in London, in Mainz, Filiale, in Österreich. Aber es ist doch eine Behörde. Wie kann denn eine Behörde eine Filiale haben? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, FCA ist alles in dieser Welt. FCA ist nicht nur in Berlin oder etwas so. Ja, also, dass das alles Blödsinn ist, das wissen Sie ja, glaube ich, selber, was Sie da erzählen. Das passt ja alles von hinten nicht. Das ist ja eigentlich nur noch also, albern. Sie sind eigentlich sehr bin ich ja auch jetzt zum Anydesk. Ich wollte Sie ja eigentlich sind ein bisschen bisschen über Anydesk jetzt aufklären, wie gefährlich das eigentlich ist, das Programm. Also ich... No? Ja bitte, ich habe keinen Bock, wenn nee, Sie sind jederzeit skeptisch mit mir. Ja, aber es gibt ja skeptisch. Kein Geld. Das ist ja von vornherein gelogen, weil ich habe ja nie Geld investiert. Sie versuchen ja nur Leute zu betrügen, die schon mal reingefallen sind. Die versuchen Sie jetzt nochmal zu betrügen. Verarschen Sie mich jetzt oder was ist passiert, bitte? Nee, Sie versuchen ja mich zu verarschen. Und Sie wollen ja jetzt den Leuten, die schon mal Geld verloren haben, nochmal Geld klauen. Das ist ja ekelhaft. Und dann also, wollen Sie auch Moment. Noch einen Datendiebstahl vom PC begehen. Also, Moment. Sie wissen alles, was ist Trading online? Online-Trading. Natürlich, ja, Sie wissen. Und Sie haben gesagt, ich habe keine Erfahrung. Und ja. ich habe hier Ihr Betrag mit 5.000 Euro. Sie ja, aber wo haben Sie haben den denn her? Ihr, ich weiß es nicht, wo haben Sie Ach gemacht, so, aber ich habe Ihre Mail alles für Sie. Möchten Mhm. Sie die Auszahlungsprozedur 5.000 Euro, weil ich habe keinen Bock für verloren, weil ich habe viele Kunden Ja.
mit mehr Geld, so wie Sie. Sie haben 5.000 Euro, Sie verdienen bei einem Monat halb und eine halbe Monat oder zwei Monate, Sie verdienen 5.000 Euro. Aber ich habe alle andere Kunden mit 100.000 Euro verloren. Ja. Verstanden? Ist ja, möchten Sie, wie bitte? Ich sage, das ist ja Quatsch. Sie erzählen mir bloß irgendwelche Märchen, damit die Leute dann... Möchten Sie die Auszahlungsprozedur, weil Sie möchten bis viel Information, Sie sind eine... viel Informationen, hören ja. Sie mich? Sie ja, sind ja, eine Lerner, ich hören, glaube, ja. Oder was was Sie möchten, eine Lerner Sie sind, oder bin ich eine Lerner für Sie? Es ist meine, was ist meine Aufgabe. Lerne alles für Sie machen. Alles Informationen, ich habe gegeben und Sie haben gesagt, so. Nein, ich habe keine Erfahrung. Möchten Sie die Auszahlungsprozedur oder nicht? Gib mir neue Nummer bei Ihr Anydesk und wir machen beide. Wo kommt denn das Geld her? Wo kommt? Ja. Wir sehen beide, wir machen beide die Auszahlungsprozedur bei Blockchain und ich mache diese alles für Sie bei Ihrem Konto. Ja, aber verstanden? Warum habe ich denn da jetzt auf einmal 5.000 Euro? Möchten Euro? Sie oder nicht? Sie haben viele, warum? Ja, möchten Sie, ich habe keinen... Ja. Wenn Sie anfangen, beide, ich sage Ihnen, das, hier steht Ihr Geld, hier steht das. Sie warum haben sind viel Sie warum? Denn so? Ja, ich habe ein bisschen Stress mit Sie, weil Sie sind ein bisschen viel skeptisch. Wo ist mein Schuld zum Beispiel? Zeig mal. Ja, aber woran soll ich denn skeptisch sein? Ich habe ja nicht aber gesagt, dass ich skeptisch mir? Bin. Sie weiß sind ja, skeptisch mit diesem Modell, Sie reden mit dieser... Sie reden mit mir, so wie Sie, ich habe eine Schuld mit Sie. Ich habe etwas so verloren für Sie. Ja, aber ich habe okay, doch nichts verloren. Sie haben Sie haben nicht verloren. Es genau. ist nicht mein, es ist nicht meine Scheidung. Wir ja. erklären alles für eine. Ja, aber Sie wissen doch schon, dass das kriminell ist, was Sie machen. Wie bitte? Sie wissen schon, dass das kriminell ist, was Sie da machen, ne? Das ist Betrug. Gewerbsmäßiger Betrug. Wer ist Betrug? Na, Sie. Ich? Ja. Wo habe ich Betrug gemacht? Na, Sie haben es ja versucht. Sie wollten ja mit Anydesk auf meinen Rechner, um mir Geld abzuleiern, zu ergaunern. Guck mal. Wenn Anydesk... Soll ich denn hingucken? Wenn Anydesk... Nein, Sie sehen nicht mehr. Gar nichts. Also, ja. Das ist Sie meine... Sie sind Betrüger, richtig. Sie können ja nicht mal vernünftig ja. Deutsch. Und versuchen Sie jetzt hier einfach mal in Deutschland... Hören Sie mich bitte, ich bin Betrüger. Ja, warum genau. sprechen Sie mit mir so? Ich habe warum sind eine... Sie denn nicht ehrlich? Warum ich habe nicht Ihre Gesicht hier? Weil ich möchte nicht sehen Ihre Gesicht. Ich habe... Meine Prozedur ist, Sie sind sehr skeptisch mit mir und ich fick deine Mutter, okay? Sie verarschen mich jederzeit. Sie haben verloren 5.000. Okay, wenn Sie möchten, 5.000 Euro, wir machen beide jetzt. Wenn Sie möchten, ich gebe nicht so Informationen und Sie sagen mir, Sie sind Betrüger. Für was ja, aber Sie glauben doch nicht Betrüger. Ernsthaft, dass ich noch mit Ihnen weiterrede. Möchten Sie, ich habe ein Problem später mit meinem Chef, weil Sie sagen Ihnen, ich bin ein Betrüger, ja? Ja, sind Sie doch auch. Ich bin Betrüger. Ja. Genau. Und mein Chef sagt mir später, was ist passiert? Warum er hat gesagt, so, ich bin Betrüger und ich habe ja, nicht gemacht. Habe ich Ihr Geld, habe ich bei Ihrem Konto oder bei Ihrem Haus, nehmen Ihr Geld nicht. Aber haben hab Sie ich, ja probiert. Was? Sie haben es doch probiert. Wo habe ich es probiert? Ja, Sie wollten doch mit Anydesk auf meinen Computer gehen. Guck mal, wenn Sie ja. sprechen so mit mir, ich komme heute, ich fick deine Frau, okay? Achso, ich hab ja gar keine Frau. Ja, bitte? Das ist ein bisschen schwierig. Ich hab keine Frau. Haben Sie keine Frau? Ihre nee. Mutter oder Ihre Schwester? Möchten Sie? Finden Sie das nicht ein bisschen eklig? Möchten Sie machen? Ich bin eine Pedo mit deiner Ach, dachte nicht. Schwester. Ja? Das ist aber jetzt schon sehr interessant, dass Sie später, ich habe Ihre Daten. Guck mal, Sie bekommen eine Strafe, weil Sie sprechen ja. so schlecht mit mir. Und, ja, lachen Sie so. Und später, ich habe Ihre Adresse. Ich habe Ihre Adresse und kommen zwei Polizei für Sie. Okay. Wir machen diese Prozedur, okay? Und ich fick deine ja. Mutter, ich fick deine mhm. Familie, ich fick dein Gesicht, okay? Das findest du seriös? Ja, ich bin seriös jetzt mit Sie, weil okay. Sie sind eine scheiße Junge, seriös? Eine scheiße Mann, eine scheiße Lande Kartoffel, okay? Eine Kartoffel, aha. Scheiße Land. So. Ja.
Pellkartoffeln sind eigentlich ganz lecker. Fick dich, du scheiße Hogensohn. Schön mit Quark und so. Yeah, verpiss dich, du scheiße Hogensohn. Also ich würde sagen, dieser nette Mensch hier an der Telefonleitung hat auf jeden Fall keinerlei Fragen übergelassen. Hier braucht man gar nicht weiter drüber nachdenken, ob das Ganze noch irgendwie Betrug ist. Er hat's ja komplett selbst bestätigt. Es ist der absolute Wahnsinn. Das sind Menschen, die euch helfen wollen, die sich ja für seriös halten. Aber irgendwann zeigen die dann doch meistens immer alle ihr wahres Gesicht. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.